Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen in der ersten Fahndung im Jahr 6, Season 1, der Kaninchenbau. Ich bin gespannt. Das Ganze läuft ja ein bisschen so ab, dass wir ja, gefühlt irgendwie die Seiten wechseln, weil wir einfach, weil wir zu wenig als Agent zu wenig Infos haben über das, was wirklich abgeht. Diesbezüglich bin ich echt gespannt. Ereignis Echo steht an. Und schauen wir mal. Hier der Anhänger ist tatsächlich, der ist ganz cool. Ja. Wir werden sehen. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hintreibt und ob das Navi diesmal besser funktioniert. Ah, warmer. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Oh, Ender geht ja richtig steil und sagt an, wo es lang geht. Okay. Oh, es wird wärmer, okay. Oh, und das ist schon cool. Okay. Bin ich gespannt. Okay. Klingt nice. Ab in den Judiciary Square, wenn ich das richtig mitbekommen habe jetzt. Ah, der ist komplett gelb umrandet. Seht ihr das? Heißt jetzt, hier, okay. Der Kontrollpunkt. Okay. Schauen wir mal, was uns erwartet hier. Ich meine, klar, aber, ne? Also, okay, Spoiler-Territory für alle, die letzte Fahndung nicht gemacht haben und nicht mitbekommen haben, dass China noch lebt. Ich meine, man hat es ja jetzt eh gesehen, ne? Aber China lebt und dass sie mit der Story da in die Richtung gehen, ist natürlich immer so eine Sache, wo du dir sagst, oh, da machen sie sich natürlich einfach mit. Aber es ist halt schwierig, da rauszukommen, um was Anständiges storytechnisch auf die Beine zu stellen. Das hier klingt zumindest mal ganz gut. In die Richtung, ich bin gespannt, wie die Conclusion, wie später wirklich die Auflösung ist, wie das Ganze entstanden ist, wer wirklich unser Feind ist, ob wir uns wirklich den Rogue Agents anschließen, so. Ich bin echt gespannt. So. Mach die nur mal kurz weg, um wieder reinzukommen hier. Das ist ja. Okay. So, ja. Ich hab tatsächlich die neue Pumpe. Ich habe sie eben mal gefunden. In dem Behälter war sie drin. Hier wie festgeklebt. Geile neue Talent, perfekt dreist. Die erhalten 3% verstärkten Schaden für den nächsten Schuss mit der Waffe für jede Kugel, die das Ziel trifft. Also die Pellets, ne? Bei einer Pumpe. Wenn das Ziel trifft. Wenn mindestens 4 Kugeln treffen, wenn ein Gegner getötet wird, erhalten sie 8% verstärkten Schaden auf den nächsten Schuss. Das ist ganz geil. So, ich bin mal gespannt jetzt. Schauen wir uns an, was bei dem Kontrollpunkt hier abgeht. Na fuck, jetzt haben wir die natürlich hinten schönen Akku gezogen, gell? Okay. Ich spiele hier mit dem Statusstürmer-Bild, was ich gebastelt habe.
Eine etwas andere Variante von einem Stürmer. Ja. Ja, wir müssen nur aufpassen. Ja, jetzt pushen die natürlich auch mit, ne? Waren das auch Hyenas? Nein, das waren True Sons. Eventuell. Können die helfen? Oh, ich liebe Super 90. Ja, dein Fahrstil ist scheiße. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Ah ja, was ein Glück, habe ich wieder belebt mit. Okay. Ah, komm hier. Okay. Ah, die ist schon geil, das macht schon gut der Midget-Ding. Hört mir. Oh nein, oh nein, nein, nein. Oh, kann's heilen? Oh, die mit Zorn des Jägers? Die hilft mir schön, die Stacks oben zu halten. Ich meine, ich habe eh. Ich spiele ja eh in der Variante hier. Ohne Brust und ohne Rucksack. Da haben wir eh nicht so viele Stacks, aber die bauen sich auch nicht allzu schnell auf. Oh, fuck. Hängt denn hier noch ein? Ach, okay. Hostile Broadcast picked up. Wer wird denn aufgerafft? Hörst du auf damit? Er zieht einfach durch. Unfassbar. Also bisher fällt mir nichts. Oh, fuck. Wo? Ja. Ach da, die Sau. Ah je. Oh nein. Oh, das kann mein Untergang sein. Ja. Ach, jetzt war ich zu forsch. Oh ne, ne, jetzt haut er den. Nein, geh weg, geh weg! Geh weg! Hau ihn nicht, der muss mich aufheben! Ah, ich hasse das, die sind so dumm dämlich, gell? Okay, dann müssen wir spawnen. So. Ja, genau. Ah, benebelt. Wow! Diese Lackschatter mit ihrer Granate, ne? Die haben eine Präzision, das ist echt der Hammer. Wo ist der Penner? Da. Zeit, damit wir ein bisschen an unserer Präzision arbeiten.
Okay. Oh. Okay, Judge. Nein, oh, die war nicht nachgeladen. Oh. Ja, genau. Ja. Ah, zieht durch. Ein Agent weg. Anna hat gerade gesagt, Anna ist ja quasi Isaacs-Variante von Kina, ne? Er hat wieder gesagt, Cold. Wir räumen mal kurz hier auf. Ah, Caro. Okay. Ja, ihr macht das schon. Das Money mitnehmen. Ob hier was drin ist für Story? Nee. Ganz normaler Vorratsraum. District Union. Okay. District Union als nächstes. Komplette Mission? Okay, let's go. Also bisher war es echt ein normaler normaler Kontrollpunkt. Und das hier, Standard District Union, ist eh gegen die Hyena. Ahnung, ob da noch was kommt. Okay. Die Bombe gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Habt ihr gesehen, wenn die Stacks oben sind, dann sind nur 100 Stacks. Knallt die richtig gut weg. Ja. So.
Ja, der Digge, der Digge. Fuck. Ah, er ist eh weg. Er ist weg von dem Geschütz. Also bisher sehe ich keine Änderung. Bisher sehe ich keine Änderung hier. Muni. Gerade ein neuer Sound? Spult mal zurück, wenn ihr auf YouTube seid. Da war da ein anderer Sound. War die Blendgranate da. Oh, der Digga. Ah, die Dorn bekommen. Lass mal kurz gucken. Die Dorn ist doch die andere Pumpe, meine ich. Ja, das ist die Spaß. Yo, die ist ja geil gerollt. Die ist ja geil gerollt. Sollen wir die mal austesten? Komm, wir wechseln mal auf die. Flexible Röhrenfeder, natürlich. Die hat eh genug Damage. Nachladen ist besser. Okay. Rotflinten sind geil, die machen Bock zu spielen. Was halt geil ist, du staggerst halt die Gegner, ne? Also du bringst sie ins Wanken. Das ist halt geil. Stopping Power. Ah, ohne großartige Stacks. Das ist definitiv was für ein in einem Hunter. Hunters Fury, hey, Jäger des Zorns Bild. Richtig geil. Ja, weiter geht's. Der FAL. Liebe das Ding.
Oh, richtiger Penner. Jetzt aufgestanden ist. Würde ich morgens gerne noch aufstehen können. So, nochmal. Ah, das meine ich halt. Das ist halt einfach geil, ne? Diese Stopping-Power, die Gegner zu staggern, ins Wanken zu bringen, dass sie nichts machen können. Das ist halt, das ist geil. What the fuck? Moje. Oh. Aber man muss so richtig treffen, ne? So. Oh, die, Motherfucker. Ich liebe es auf Englisch. Ja, aber too late. Zu spät für dich. Na? Ah, was ist los da oben? Bam! Es waren die Stacks waren auch nicht voll. Nice. Oh. Are you serious? Omni. Let's go. Er muss direkt weg. So. Da haben wir unseren Diesel. Also die Mission ist tatsächlich, ich denke, die wird doch, also wenn der Endboss, wenn wir bei Dime sind, wenn sich da nicht noch großartig irgendwas ändert, dann ist das hier eine normale, die normale District Union Mission, ne? Das ist so geil.
Is I'm doing your imprint, son of a bitch! Airborne toxins at unsafe levels. Filters failing. Air filter function restored. Air quality. Ah. Listen up. We got devils in our house and they mean to kill us all. Stand and fight. You hear me? Stand and fight. Okay, wir sind da. Eieiei, Daniel, du musst schon treffen. Wohin? Die Leute wieder zu beleben. Ja, ist schon geil. Ja, der braucht ein bisschen mehr. Beim Scheißschild. Okay. Echo, you are straying from the path. If you ever want to know what Vanguard truly wants, follow the breadcrumbs. Taking out the hyena leadership leaves the faction in disarray. I'll send teams to start securing the supplies and the equipment those bastards were hoarding. And I'll let Odessa know. Okay. The theater settlement will be able to rest a little easier now. 8% in das Gebiet verlassen. Wo geht's jetzt hin? Kann ja nur ein Kopfgeld sein, ja. Da mal port mal an den Eingang von District Union und dann rennen wir dahin. Also finde ich ein bisschen schade. Also die Atmosphäre, die Anna erzeugt durch die Interferenzen und so, das ist ganz cool. Und halt eine Mischung aus Anna und Isaac hörst, das ist ganz geil. Aber das war jetzt ein stinknormaler Kontrollpunkt und District Union, die stinknormale Mission. Und jetzt werden wir auch tatsächlich, denke ich mal, ein generisches Kopfgeld haben, ne? Da ist halt das Einzige, das antreibt, tatsächlich die Zwischensequenzen und halt die ganzen Aufzeichnungen und so, ne? Zumindest was die Story angeht. Der Rest ist wie gehabt. So. Elite-Pad. Ja.
Oh, whoa, 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 whoa! Bleibt sie dabei? Gehören die noch dazu? Das sind viele! Tatsache, normalerweise geht es zur neuen Location oder haben die das jetzt extra gemacht, dass ein bisschen mehr Gegner bei ihm kommen? Okay. Ich bin etwas verwirrt. Jetzt kommen die von hier. Ah, okay. Ist zu weit weg für die Pumpe. Hi, Daniel. Target spotted. Jetzt was? Ach, der Spot bleibt hier. Ein Spotwechsel. Okay, das ist echt strange, bisschen. Oh, wow! Oh, fuck. Nein, nein, nein! Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein! Oh. Wow, Glück gehabt. Mal kurz. Ja, ihr Fucker. Warte ab. Okay, noch mehr Brotkrumen. 4% nur für das, 8% bisher für das, was wir gemacht haben. Okay, nächster Kontrollpunkt. Strange ein bisschen. Ich meine, im Prinzip brauche ich mich ja nicht zu beschweren, ne? Was ich am liebsten mache, ist in der Open World rumlaufen und hier ballern, ne? Also diesbezüglich werde ich gerade bedient. Aber es ist schon ein bisschen, hätten sich ein bisschen was anderes einfallen lassen können, oder? Sagt ihr? Aber der Kram kommt wahrscheinlich mit Season 2.0 dann, ne? Oh fuck, oh fuck! Oh, ja, jetzt bin ich down. Ach, das ist doch Dreck. Oh, ich muss weg. Oh, ich muss weg. Oh! Deckung! Alter!
Ich muss tatsächlich aber die andere, die Super 90 wiederholen. Die hat mir... Moment, in dem Bild hier gefällt die mir besser. Nein, 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 nein! Nein! Mach doch nicht so einen Scheiß, Daniel. Ah, oh mein Gott. Ah, okay. So, jetzt haben wir mal kurz ein bisschen Ruhe hier. Oh, was kam hier geflohen? Hä? Wo ist denn meine Mehrschuss? Habe ich die falsche Pumpe? Ah, ich schwöre, ich habe die falsche Pumpe ausgewählt, glaube ich. Komm, hebt mich auf. Okay. Ich glaube, ich habe meine Kolibrien, ne? Ja, natürlich. Moment, schnell, wo ist er? Wie festgeklebt. So, zack. Ja, jetzt kommt natürlich alles auf einmal. Jetzt haben wir die Elite-Patrouille auch hier. Ja, ist natürlich nice. Wir nehmen alles an Wahnsinn, was wir kriegen können, ne? Oh. Der muss weg. Die ist halt durch die Feuerrate, ist die halt echt. Ah, auf damit. Durch die Feuerrate ist die absolut Killer, ne? Also ich kann mir das Ding tatsächlich auch im PvP vorstellen, dass das richtig abreißt. Na, wo war er denn? Okay. Dieses Running Gun ist schon geil. Ich spieß die, gefällt mir einfach. Geht mal so oft drauf, natürlich, aber. Ach, schon wieder der Penner.
Ja, yay. Von wo krieg ich von der Seite? Nein. Hey! Das war, war ein bisschen knapp. Ah, nur ein ganz klein bisschen. Okay, wir sind ziemlich gut, Richtungen zu folgen und so. Ja, ja, natürlich ist das gut. Okay. 16. Ey, wenig Prozente kriegen wir hier gefühlt. Wir müssen viel machen dafür. Noch kurz den Quatsch mitnehmen. Und dann bleibt im Judiciary Square. Nächste Kopfgeld. Also bisher, wie gesagt, ne, bis auf den Echo-Kram. Oh, das gibt eine Weltreise. Bis auf den Echogramm von Anna ist das alles Standard. Okay, Target Neo. Bei was ein Gewaltmarsch. So. Ah, gehört ihr schon dazu? Wahrscheinlich nicht. Jo. Nein. Oh fuck. Ich bin am Arsch. Alter. Daniel, mach nicht spannender, als es ist. Ihr gehört doch dazu, oder? Ihr habt nur noch ein Medikit, ich muss sparsam mit umgehen. Okay, wieder zurück. Oder ich müsste mit Drohne spielen. Na komm. Ja, genau.
Man muss zwar auch laufen, aber das Ganze jetzt, dann brauchst du noch nicht mal ein Navi für. Okay, ab hier rein. Okay, Doppelschlag. Spielt sich alles hier in dieser langen Straße ab. Das ist ganz geil eigentlich. Habe ich gerade kurz erschreckt, was da geballert hat. Eine Witzka. 20%. 5 Sachen haben wir jetzt gemacht, in Bearbeitung. Geht noch weiter. Oder? Geht's noch weiter? Noch ein Kopfgeld. Polizeihauptquartier. Okay. Dann gehen wir zum Ziegelstein und rennen dann rüber. Krass, wir müssen echt viel machen. Viele Aktivitäten hier. Mal gespannt jetzt. Ob die ausreicht, uns die letzten 5% zu geben. Dann spannend, was storytechnisch abgeht. Die gehören wahrscheinlich nicht dazu, aber die haben gerade so schön gestrahlt. Ey, ey.
Okay. Ah, ich hasse das, ich verlauf mich doch. Vergesst das Gefühl jedes Mal, wo ich herlaufen muss dann, ne? Das hat Navi dann nicht einfach normal funktioniert. Sonst ältere Leute echt besser. Ja. Oh, da kommt noch mehr. Na komm, raus da. Oh, ich hasse die Schildis, gell? Das sind aber viele Wellen. Was ist los? Hat ich schon der Endspot? Eieiei. Eieiei. Ja, so lobe ich mir das. Weiter? Weiter. Die Garage ist optisch sehr, sehr geil. Sieht cool aus. Hab schon öfter mal gesagt. Mal ganz so oft hier waren. Aber. Aber irgendjemand, irgendwas links neben mir hier. Okay. Seht ihr die Pumpe? Holt euch definitiv die Pumpe, Leute. Also, das. Ein geiles Ding. Wo willst du hin? Oh, fuck, oh, fuck. Nein, nein. Wow. Nein, das gibt's doch gar nicht. Wow. Fuck. Yo. War kurz ein bisschen wild hier. Okay, wir haben aber hier definitiv den Endboss jetzt. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. So, wir müssen hier hingehen.
Oh, wow. Ja, weil der ist nichts weg. Erster Test bestanden. Ich glaube, sie fanden ihn in der Helen Bridge war sehr gut darin, sich als die Person auszugeben, auf die sie gehofft haben. Ein besonderes Talent. Nach dem Gift hörten die Leute auf, sich zu verstellen. Bridge auch. Sie hat versucht, ihre Fehler wieder gut zu machen. Und jetzt zur nächsten Herausforderung. Geduld. Oh, mit Geduld haben wir nicht so. Sag Bescheid, wenn wir für die nächste Prüfung bereit sind. Machen wir den Rest noch hier weg. Und dann könnten wir... Alter. Wie sehr hasst ihr die Schildtypis, gell? Gut. Okay, das waren... 25. Das war Echo. Also tatsächlich, also von der Aufmachung her und von der Atmosphäre her sehr cool. Auf jeden Fall. Aber halt, wie gesagt, es ist halt kein Twist in den Missionen drin, ne? Also keine Änderung, die einen überrascht jetzt so ein bisschen. Deswegen komisch, dass wir nicht in die Siedlung müssen, ne? Jetzt einfach zurück. Wir haben auch nichts. Jetzt heißt es einfach abwarten, ne? So. Leute. Wenn da nichts mehr kommt, dann verabschiede ich mich jetzt. Haut mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was, wie gesagt, ihr von der aktuellen Fahndung haltet. So generell von der Aufmachung, von der Story her. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ne? Vielen lieben Dank und bye.